Ja, lieber Stefan Siedentop, liebe Frau Wagner, vielen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich natürlich sehr, hier heute in Essen sein zu können, weil ich immer unheimlich gerne in Nordrhein-Westfalen zugange bin. Viele in Hannover rechnen mich schon eher zu Nordrhein-Westfalen als zu Hannover, aber damit kann ich gut leben. Ich werde natürlich nicht, weil ich ja mit einem etwas anderen Programmablauf gerechnet hatte, zu detailliert auf Nordrhein-Westfalen eingehen. Ich kann ein paar Dinge dazu sicherlich sagen, zum demografischen Wandel, zur wirtschaftlichen Entwicklung, aber ich nehme heute eigentlich in dieser Arbeitsteilung, die wir uns heute Vormittag vorgenommen hatten, eher die Bundesperspektive und eine konzeptionelle Perspektive der Raumentwicklungspolitik ein. Und die ist sehr stark geprägt von einer Rolle, die Sie jetzt gerade nicht erwähnt haben, und nämlich, dass ich auch im Beirat für Raumentwicklung beim Bundesinnenministerium seit vielen Jahren zugange bin und wir uns gerade dort in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode, und darauf werde ich gleich mehrfach kommen, nicht zuletzt veranlasst, das muss man hier mal sagen, jetzt müssen manche Leute politisch sehr stark sein, nicht zuletzt veranlasst durch das große Engagement von Herrn Seehofer, der in diesem Bereich unter dem vielleicht manchen etwas überraschenden Begriff Heimatpolitik wirklich eine Menge auf den Weg gebracht hat. Und darüber will ich natürlich jetzt das nicht hier darstellen, weil ich kein Ministerialer bin, aber auch auf mich beziehen und aus einer wissenschaftlichen Sicht reflektieren, was daran auch Fortschritte in dieser Gleichwertigkeitspolitik sind und wo man natürlich auch noch kritisch drauf gucken und weitermachen muss, aus auch wissenschaftlicher Sicht. Denn, das werde ich gleich darlegen, die Wissenschaft hat da keinen Grund, neunmal klug dazustehen und zu sagen, so müsste es die Politik machen. Auch dort gibt es durchaus einige Defizite. Die Gliederung hatten Sie netterweise schon vorgestellt, das kann ich mir sparen. Ich fange an mit der ganz kleinen historischen Rückblick. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Manche denken, ein ewiges Thema der Raumplanung, älter als der SVR oder RVR, ist leider nicht ganz so. Es gab schon in der Anfangszeit der Raumordnung in der alten BRD, in den 60er Jahren, stand im Raumordnungsgesetz der schöne Begriff der gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen. Es gab noch andere merkwürdige Begrifflichkeiten, die mit dem Zonenrandgebiet und Ähnliches zu tun hatten. Nur Ältere unter uns erinnern sich vielleicht noch an so etwas. Es ist dann erst Mitte der 70er Jahre in das Raumordnungsgesetz wirklich als Begrifflichkeit eingegangen, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, ist dann ein bisschen in den 80er Jahren in den Hintergrund getreten und natürlich durch die deutsche Einheit nochmal ganz neu in den 90er Jahren auf die Tagesordnung gekommen. Und dann hat es eine starke Phase eigentlich fast des Verschwindens oder der Kritik der Thematik gegeben. Auch daran erinnert man sich vielleicht nur kaum noch heute. Wenn wir so 15 Jahre zu 20 Jahre zurückdenken, gab es ja doch eine sehr stark neoliberal geprägte Deregulierungseuphorie. Und da fanden vielen starke Worte und die Gleichwertigkeit wurde sozusagen als Ausdruck schon von Sozialismus und Ähnlichem gesehen und eigentlich auch dem Wettbewerb der Regionen sehr stark das Wort geredet. Manchmal hatte man danach das Gefühl, dass Gleichwertigkeit, und da könnte ich jetzt auch endlose Anekdoten erzählen, muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu viel über die einzelnen Punkte sage, könnte man schöne Beispiele auch aus Bayern erzählen, immer gerade dann, wenn es wenn sozusagen die Deregulierungseuphorie, der Abbau der materiellen Gleichwertigkeitspolitik eher zunahm, wurde es politisch auf die Tagesordnung geholt, deshalb auch im Titel ja der Begriff Lehrformel, wie so eine weiße Salbe. Wir stehen zum Ziel der Gleichwertigkeit, aber verdeckt wird was ganz anderes gemacht. Das hat sich nun sehr stark geändert in den letzten 4 Jahren. Und da ist diese Karte sehr wichtig für. Das muss man für die Bundesebene sagen. Ich weiß nicht, wie stark das in Nordrhein-Westfalen präsent ist. Das sind die Wahlergebnisse der AfD bei der letzten Bundestagswahl. Nicht, weil ich keine neueren Karte hätte. Man könnte natürlich auch welche von der Europaparlamentswahl und Ähnlichem zeigen. Diese Karte hat also auch auf Bundesebene durchaus einen gewissen Schock ausgelöst. Gerade auch wegen der scheinbar regionalen Verdichtung der AfD-Ergebnisse. Können wir jetzt lange darüber philosophieren. Ich mache jetzt keine politikwissenschaftliche Wahlanalyse natürlich. Wenn man genau hinguckt, ist es auch nicht nur in den neuen Ländern, sondern auch gerade in dem eigentlich reichen Bayern und Baden-Württemberg bemerkenswerte Hotspots der AfD-Ergebnisse. Aber hier hat man einfach den schnellen und natürlich aus wissenschaftlicher Sicht viel zu kurz gedacht. Das sind Ergebnisse davon, dass sich Regionen abgehängt fühlen. Deshalb müssen wir was tun und möglichst aktiv als Bundespolitik wirken, um etwa durch Fördermittel, das ist ja immer das Mittel der Wahl, sozusagen diese Regionen wieder stärker zu integrieren. Das ist so sehr kurz gefasst der Grundgedanke. Das ist auch nicht nur ein Gedanke, der auf Bundesebene eine Rolle spielt, der nur aus einem Anklang für diejenigen, die wissenschaftlich tätig sind. International ist ja diese Debatte durchaus bekannt, die angeregt wurde von dem, ich weiß gar nicht, wie man es noch ausspricht, André Rodriguez Posé von der London School of Economics, der auch ähnliche Studien über ganz Europa gleich gemacht hat. Und rechtspopulistische
typisches Wahlverhalten, etwa bei nationalen Parlamentswahlen, aber etwa auch bei den Brexit-Abstimmungen in UK, versucht hatte zu korrelieren mit eben der Benachteiligung anhand von sozioökonomischen Lagen in den verschiedenen Regionen Europas. Und eben, wie gesagt, der kurzgeschlossene Gedanke, so kurz sind die Studien von ihm nicht, wäre ein Fehler, aber er hat das so zu sehen, aber er hat die Debatte angestoßen, eben da sozusagen, wo es Benachteiligung gibt, ist der Rechtspopulismus besonders stark und deshalb muss wieder eine räumliche Ausgleichspolitik stärker in den Mittelpunkt des politischen Denkens rücken. Das ist sozusagen der Hintergrund für das, was geschehen ist. Deshalb ist in dem Koalitionsvertrag der nun ans Ende kommenden Bundesregierung sind sehr, sehr viele Seiten über dieses Thema Gleichwertigkeit zu finden. Fast nichts über Raumordnung, da ist nur der Begriff maritime Raumordnung drin, aber sehr viele Seiten über Gleichwertigkeit. Es hat eine Regierungskommission gegeben, eine große Seltenheit, mit dem schönen Titel Unser Plan für Deutschland. Fachlich natürlich eine schlechte Bezeichnung, weil es ja gar kein Plan ist, sondern ein Sammelsurium von vielen möglichen Aussagen und Empfehlungen. Schreckliches Werk, brauchen Sie nicht näher angucken. Und es hatte das Heimatministerium, ist eingerichtet worden, das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, gerade in kritischen linken sozialwissenschaftlichen Kreisen mit großen Ängsten versehen. Jetzt wird hier so eine 50er Jahre konservative Heimatpolitik gemacht. Da muss man zu sagen, dass es Herr Seehofer selbst, natürlich hat er das nicht geschrieben, aber muss gute Schreiben haben, 2018 im Frühjahr einen sehr hellsichtigen Artikel dazu hat veröffentlicht, unter seinem Namen, wie man sozusagen in ein modernes Heimatverständnis kommen kann, das eben sich unter anderem materiell in einer Gleichwertigkeitspolitik ausdrückt. Leider ist das nicht fortgesetzt worden und das ist dann eigentlich nur ein Label Heimat jetzt, was nie inhaltlich ausgefüllt wurde. Verschiedene meiner Karten, die ich gleich zeige, kommen aus einem Heimatbericht der Bundesregierung. Früher hätte man sowas Raumordnungsbericht genannt oder ähnliches. Das ist sozusagen konzeptionell ist dieser Gedanke der Heimatpolitik eigentlich nach diesem einen kurzen Zwischenruf 2018 nicht weiter vertieft worden. Ich will deshalb jetzt im Folgenden einige Karten zeigen, die vor allen Dingen aus diesem Heimatbericht, auch aus anderen Dokumenten sind, die sich vor allen Dingen zwei Fragen stellen. Wie entwickelt sich die Empirie der Lebensverhältnisse in Deutschland? Und vor allen Dingen gibt es das, was man so leicht dahin sagt und worauf ja auch diese AfD-Wahlergebnisdebatte hindeutet, gibt es eine Verschärfung der Disparitäten, etwa in ostdeutschen Regionen, aber auch im Ruhrgebiet kann man sich die Frage ja möglicherweise auch in manchen Teilräumen stellen. Das sind Dinge, die im Folgenden so die Leitfrage sind. Die bekannteste Thematik ist natürlich bei Gleichwertigkeitsfragen der demografische Wandel. Hier die Bevölkerungsprognose bis 2040. Leider haben nicht alle Karten die gleiche Farbgebung, aber wenn das Bundeskarten sind, ist immer blau interessanterweise negativ und rötliche Töne sind positiv. Hier sieht man ein durchaus nicht unbekanntes Bild, was aber im Einzelnen schon sehr spannend ist, dass nämlich nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in vielen westdeutschen Regionen eine Bevölkerungsschrumpfung vorhergesagt wird, auch in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens. Da kommen wir gleich nochmal näher drauf und vor allen Dingen in Süddeutschland, im Berliner Umland, im Hamburger Umland sich ein Wachstum in den nächsten Jahren andeutet und Jahrzehnten nur fortgesetzt wird, was ja jetzt schon da ist. Und wenn man genau hinguckt, und das wird man auf weiteren Karten noch sehen, es gibt viele auch kleine und mittlere, mittlere Städte, die auch erheblich interessante Wachstumsaussichten haben und in diesem Zusammenhang nochmal zu betonen sind. Hier eine ganz aktuelle Karte von ITNRW, die Bevölkerungsprognose nochmal mit etwas anderen Berechnungen, Basisjahren für 2040 für Nordrhein-Westfalen vorhersagte. Da sieht man, dass einerseits die Stark-Rhein-Achse, das ist ja bekannt, sozusagen die urbanen Agglomerationen des Rheinlandes wachsen, aber auch durchaus in semi-ländlichen Räumen, wie man sie nennen mag, das ist schon der erste Mangel der Raumforschung, dass wir nämlich als Regionalwissenschaften keinen guten Begriff für manche Raumtypen, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten herausgebildet haben, haben. Wir sehen hier Regionen gerade im westfälischen Landesteil, in Ostwestfalen, aber auch im Münsterland, die eine recht gute Entwicklung als ländliche Räume vorher gesagt bekommen. Es sind natürlich keine klassischen ländlichen Räume mehr in dem Sinne, sondern zum Teil ja sehr durch kleine mittelständische Industrie geprägte Regionen. Und wir haben gerade in Südwestfalen und nördlichem Rand des Ruhrgebietes sehr negative Vorhersagen, was die Demografie angeht. Ein wichtiger politischer Indikator, früher vielleicht wichtiger als heute, vor 10 Jahren sicherlich viel bedeutender, ist die Arbeitslosigkeit. Hier kann man deutschlandweit vor allen Dingen einige Hotspots der negativen Situation, ist keine Entwicklung, die hier dasteht, ausmachen. Sehr, auch nicht mit ganz Ostdeutschland ist etwa von Arbeitslosigkeit negativ betroffen, sondern vor allen Dingen der Nordosten. Es sticht immer hervor in all diesen Karten das nördliche Ruhrgebiet, das Saarland und die Küstenstädte.
wenn Sie schon diese Karte jetzt korrelieren würden mit der AfD-Wahlanteilkarte, ich höre dann auch auf mit diesen Wahlanalysen, dann sehen Sie schon, dass die Korrelation überhaupt nicht gegeben ist. Also das ist viel zu kurz gedacht, dass da, wo sozusagen eine erhebliche ökonomische Problematik heute ist, deshalb rechtspopulistisch gewählt würde. Das sind viel kompliziertere Prozesse. Eine meiner verschiedenen Tätigkeiten ist auch, dass ich Mitglied im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt bin. Das ist eine neue Einrichtung des Bundesforschungsministeriums. 11 Teilstandorte. In Hannover haben wir den Standort räumlicher Zusammenhalt. Aber da haben die Forschung erst gerade begonnen und da soll eben auch unter anderem untersucht werden, was eigentlich die Hintergründe von rechtspopulistischem Wahlverhalten sind. Das ist überhaupt nicht eins zu eins mit Ökonomie zu korrelieren. Viel komplizierter, will ich hier nicht vertiefen. Ja, da jetzt einige Karten aus dem Heimatbericht der Bundesregierung. Das sind integrative Karten. Dahinter steckt keine Clusteranalyse, sondern eine Vermengung von Indikatoren mit so einem Standardabweichungs- und Normierungsverfahren dann. Ich will da nicht im Detail darauf eingehen, wenn da Fragen zu bestehen, gerne in der Diskussion. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hier wieder blau eher negativ, rot positiv, sehr stark positive Werte, vor allen Dingen in süddeutschen Bundesländern, Rhein-Main-Gebiet, in der Rheinachse. Und man sieht, wie das möchte ich ausdrücklich betonen, die vielen kleinen roten Punkte im Norden, aber auch in Ostdeutschland, die indizieren, dass auch Städte, gerade die mittleren und größeren Städte, auch in negativ gestimmten sozusagen Umfeld eine doch sehr bemerkenswerte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit inzwischen haben. Wir haben hier die soziale Lage, das finde ich ein besonders krasses Bild. Da gehen so Indikatoren ein wie Arbeitslosigkeit, SGB II, Leistungsempfänger, Wohngeldbezieher und ähnliche Indikatoren. Hier sieht man, das schreiben die auch in dem Begleittext dazu, eigentlich eine Dreiteilung Deutschlands. Ein rote wieder starke Werte, ein sehr flächendeckend starker Süden. Ostdeutschland tritt hervor, aber eben auch das Ruhrgebiet mit negativen Werten und so. Ansonsten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen irgendwie so im Durchschnitt im Großen und Ganzen liegen. Im Detail da sicherlich spannende Ausreißer, aber das ist jetzt auch nicht hier der Ort, um darauf einzugehen. Und dann noch eine Karte, die ich der NRW-Bank verdanke. Eine aktuelle Karte, beziehungsweise eigentlich der Gesellschaft für Konsumforschung, aber bei der NRW-Bank veröffentlichte, über die Kaufkraft in NRW, die finde ich auch eine sehr interessante Aussage, da kann ich nahtlos, und das soll ein erstes Zwischenergebnis sein, an Stefan Siedentop anknüpfen. Natürlich stimmen wir daran völlig überein. Das größte Fehler, den man machen kann bei diesen Betrachtungen, und er wird leider immer wieder, auch gerade in Politik und Medien gemacht, irgendwie von einer Stadt-Land-Dichotomie zu sprechen. Gerade hier kann man wunderbar sehen, dass es eben negative Werte, blau ist hier wieder negativ, im Ruhrgebiet, in den ländlichen Räumen Ostwestfalens, aber etwa auch am Niederrhein gibt. Und die positiven Werte etwa im Münsterland zu finden sind, aber hier auch etwa in Südwestfalen. Man soll etwa in ökonomischer Hinsicht, obwohl es in starken demografischen Schrumpfung schon stattfindet, vorhergesagt ist, in ökonomischer Hinsicht gerade Südwestfalen überhaupt nicht unterschätzen. Der Kreis Olpe hat ein höheres Durchschnittseinkommen als etwa Düsseldorf. Das wissen viele nicht. Das sind interessante sozusagen Dinge, die man bei einer differenzierten Wahrnehmung auch mitbekommen muss. Trotzdem wandern dort viele gerade jüngere Leute ab. Also das zeigt, wie im Detail sehr kompliziert diese Zusammenhänge eigentlich sind. Und wir sehen hier, und das zeigt diese Kaufkraftkarte auch, und da kann ich auch an Stefan Siedentop gerne anschließen, ohne das hier vertiefen zu können, wir sehen etwa, wenn wir auf Köln gucken, das tritt ja sehr hervor, dass das ja eher negativ dargestellt ist. Das zeigt, dass wir innerhalb der großen Städte eigentlich auch eine immer mehr zunehmende soziale Spaltung haben, dass es auch in reichen Städten einen nennenswerten Anteil von armen Bevölkerungsgruppen gibt, was eben die Kaufkraft, hier drückt es sich so aus, man kann es mit anderen Indikatoren, das ILS hat das ja auch in verschiedenen Studien ausführlich dargestellt, darlegen. Das, finde ich, sind sehr interessante Aussagen, und dass eben etwa auch dieser in der Politik verbreitete Spruch, die ländlichen Räume sind benachteiligt, wir müssen endlich was dafür tun, das ist echt ausgemachter Unsinn. Also das kann man einfach mal so platt sagen. Das darf man nicht sozusagen nachplappern, sage ich mal salopp. Und dann immer, um dieses Lob des Südens auch ein bisschen zu relativieren, hier eine Darstellung der Bestandsmieten, hohe Werte, klar in den Ballungsräumen Berlin, Hamburg, drumherum, an der Rheinschiene wieder, aber auch im Süden. Und das zeigt, und das will ich hier auch einmal ganz ausdrücklich sagen, wir müssen mit diesen räumelnden Betrachtungen vorsichtig sein. Denn ein DHL-Fahrer oder eine Krankenschwesterin, um jetzt sehr vereinfachend gendermäßig zu reden, in München hat nichts davon, dass auf den Karten München ja gut dasteht, sondern hat sozusagen bei einem begrenzten Einkommen, ist mit hohen Lebenshaltungs-, mit hohen Immobilienpreisen konfrontiert. Und wenn wir dann hier so aus einer räumlichen Betrachtung sagen, das sind doch starke Regionen, da muss man gar nichts tun, dann ist das eine gefährliche räumelnde Verkürzung, weil sie nämlich die soziale Spaltung innerhalb, gerade innerhalb auch der Ballungsräume übersieht. Natürlich gilt das auch vice versa. Ich habe mal an einer, manchmal auch an Veranstaltungen Ostdeutschland teilen, Anklammern im Wirtschaftsfördertag teilgenommen, wo dann so reiche Wessi-Investoren sind, die im SUV da vorfahren.
denen ist natürlich auch egal, dass das da irgendwie eine hohe Arbeitslosigkeit ist, niedriges Durchschnittseinkommen. Die können mit der Situation gut klarkommen, die sie da vorfinden. Insofern muss man immer auch diese soziale Differenzierung innerhalb dieser räumlichen Betrachtung sehen. Und das macht die Dinge leider eben etwas komplizierter, als zu sagen, oh, die reichen Städte und das arme Land. Es ist eben komplizierter. Es kommt immer raus, wenn man Wissenschaft einlädt bei solchen Themen. Und jetzt vielleicht noch ein Wort zu der Frage, nimm die Disparitäten zu. Das wird auch nicht einfacher. Hier eine wunderbare Studie vom Thünen-Institut, nicht von Frau Steinführer, sondern von Kollegen von ihr, die mit einer ganzen Fülle von Indikatoren vor einigen Jahren versucht haben, ich habe es hier nur fürs Einkommen mitgebracht, die haben, glaube ich, 13 oder 14 untersucht, sehr, sehr differenziert, für verschiedene Raumtypen, innerhalb der ländlichen Räume, innerhalb der städtischen Region, zwischen großen, zwischen kleinen Gemeinden, die Disparitäten zu. Sie müssen also überhaupt nicht lesen, die Kurven sind mehr oder minder waagerecht, mehr oder minder. Und das heißt nämlich, dass wenn sie ein bisschen runtergehen, dann nimmt die Disparitäten eher ab. Wenn sie ein bisschen hochgehen, nimmt die für diesen Bereich eher zu. Und deshalb die Gesamtaussage, für 11 Bereiche von den 13 Indikatoren hat man keine Zunahme der räumlichen Disparitäten festgestellt, für 2 schon. Das ist eben, dann macht es auch schwierig, sozusagen Allgemeinaussagen zu treffen. Auf keinen Fall stimmt die politisch leicht und auch manchmal von der Wissenschaft gemachte Aussage, es gibt eine Verschärfung der räumlichen Disparitäten. Das ist einfach auch falsch. Es gibt immerhin, und das ist vielleicht wichtig, das ist zum Beispiel auch in einer ILS-Studie vor einiger Zeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung schön verdeutlicht worden, gerade in Ostdeutschland sicherlich eine wachsende Benachteiligung ländlicher Räume und eine stärkere Konzentration der positiven wirtschaftlichen Entwicklung auf die Städte. Das ist so ein Teilphänomen, was jetzt hier in NRW weniger interessieren muss. Aber dass man insgesamt von einer nennenswerten und dramatischen Zunahme von Disparitäten gerade zwischen Stadt und Land reden könnte, das ist überhaupt nicht der Fall. Und hier noch ich bin ja gelernter Geograf, hat Frau Wagner gesagt, ich liebe solche Karten, aber die ist hier wirklich sehr komplex, eher so ein Patchwork-Muster. Das ist immerhin hat sich die Bundesregierung getraut, die haben das in früheren Berichten extra nicht gemacht, nur Einzelindikatoren gezeigt. Hier haben Sie mal eine zusammenfasste Karte der Strukturschwächen und Stärken Deutschlands in einer Typisierung gemacht. Und wenn man da genau hinguckt, sieht man auch interessante Ergebnisse. Rot ist wieder das Positive. Da viele Regionen im Süden, aber eben nicht nur. Es gibt in Bayern auch sehr strukturschwache Regionen, etwa an der tschechischen Grenze können Sie da erkennen oder im Schwarzbereich in Baden-Württemberg. Auch der Osten ist nicht einheitlicher, vor allen Dingen im Nordosten gibt es extreme Strukturprobleme. Hier schneidet wiederum das Nordrhein-Westfalen nicht so negativ ab, deshalb, weil nämlich in diesen Indikator auch auch Infrastrukturaspekte mit eingehen. Darauf komme ich später noch bei der Gleichwertigkeit. Und da ist natürlich Nordrhein-Westfalen sehr stark, was etwa Verkehrsinfrastrukturen oder Ähnliches angeht, die Erreichbarkeit von Hochschulen, von Gesundheitseinrichtungen. Deshalb tritt hier zum Beispiel treten die Problemteile Nordrhein-Westfalen nicht so negativ hervor. Der ist sozusagen, diese Typisierung ist schon sehr stark auf die Situation doch eher der dünner besiedelten Bereiche ausgerichtet. Aber wir können ja auch gut erkennen, dass etwa in Ostwestfalen-Lippe oder auch im Emsland etwa in sehr ländlichen Regionen eben auch eine gewisse Strukturstärke selbst in einer bundesweiten Vergleichsbetrachtung gegeben ist. Wie gesagt, allein über so eine Karte könnte man einen eigenen schönen Vortrag halten. Fazit zu diesem empirischen Teil. Es gibt ganz erkennbar eine teilräumliche Differenzierung. Wir haben keinen klaren Trend der Entwicklung der Gleichwertigkeit, sondern es ist wirklich sehr von der Betrachtungsperspektive abhängig. Ich habe jetzt ausgeblendet eine nähere Betrachtung der Corona-Folgen. Da sagt der Raumordnungsbericht, der nochmal parallel zum Heimatbericht auch gemacht wird, der Bundesregierung, es gäbe einen Katalysator von Transformationsprozessen. Das ist so dahingesagt, wenn das gewünscht ist, kann ich das vertiefen. Es gibt da interessante Detailbetrachtungen, dass zum Beispiel die stärkste Zunahme der Arbeitslosigkeit Corona-bedingt, hat das BBSR errechnet, in Berlin stattgefunden hat, nicht in ländlichen Räumen in Berlin. Einmal kurz nachgedacht, kann man das schnell nachvollziehen, weil es eben vor allen Dingen auch in Berlin einen großen Anteil von prekären Unternehmen gibt, prekären Beschäftigungsverhältnissen, Kultur und ähnlichen, die eben von solchen Corona-Folgen besonders betroffen sind. Soweit zur Empirie. Jetzt ein paar Worte zur politisch-konzeptionellen Situation. Ich hatte ja schon gesagt, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, § 1 Raumordnungsgesetz, uns quasi vorgegeben, im Artikel 72 im Grundgesetz verankert, darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Und die Standardformulierung dazu ist von dem Verfassungsrechtler Ossenbühl aus den 70er Jahren. Für jeden Bürger, Bürgerin gab es damals noch nicht, einen bestimmten Mindeststandard an Leistungen und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Was ist das? Besonders intensiv hat sich damit Kollege Stielecke in einer lesenswerten, dicken Arbeit beschäftigt, was man alles unter Daseinsvorsorge verstehen könnte. Da gibt es auch da keine rechtlich einheitliche Definition. Ich habe mal so ein paar wichtige Bereiche da hervorgehoben.
Über allem liegt aber die Frage, wie erreicht man dieses? Das ist ja vollkommen klar und das ist, besteht natürlich absolute Einigkeit in Politik und Wissenschaft. Es geht nicht um eine Gleichverteilung von Infrastrukturen oder von Daseinsvorsorge, von Lebensverhältnissen. München wird immer anders sein als die Uckermark und auch Gelsenkirchen wird anders sein als, sagen wir mal, der Harz oder Ähnliches. Das ist auch gut so. Die Vielfalt in Mitteleuropa ist ja auch eine Stärke unserer ganzen räumlichen Situation hier. Umso wichtiger ist die Erreichbarkeit von Infrastrukturen, weil das sehr viel über die Chancen im Leben entscheidete. Ja, nochmal ein Wort zu der Geschichte und zu dem konzeptionellen Denken, oder einige Worte über gleichwertige Lebensverhältnisse. Ich hatte ja schon gesagt, das hat sich im Wandel des Zeitgeistes wirklich erheblich verändert und ich habe hier mal, was sonst nicht meine Art ist, zwei Bundespräsidenten zitiert. Herr Köhler hat 2004 in einem legendären Fokus-Interview, ich habe vorhin schon kurz darauf Bezug genommen, gesagt, wer sich für Gleichwertigkeit einsetzt, unterstützt den Subventionsstaat und belastet damit zukünftige Generationen. Also eine klar negative Aussage zu einem sozusagen gesetzlich verankerten Leitvorstellung aus einem neoliberalen Deregulierungsdenken heraus sicherlich, wohingegen Herr Steinmeier bei einem Deutschlandreise in ländliche Regionen 2018 genau in dieser Plattenform beklagt hat, ländliche Räume sind benachteiligt, wir müssen endlich was für sie tun. Also auch nicht besonders gut informiert von seinen Leuten, aber eben sozusagen als Funktionsträger das glatte Gegenteil von seinem Vorgänger dazu gesagt. Spannend ist, was so am Rande der Wissenschaft passiert in der neuen Kulturgeografie. Herr Miesner ist ein Kulturgeografen, sehr kritischer. Herr Kühle ist Leiter des DIFO in Berlin. Die nennen Gleichwertigkeit einen leeren Signifikanten und das kann ich ein bisschen verstehen, obwohl ich es natürlich nicht teile, darf ich gar nicht teilen, aber ich kann es ein bisschen verstehen, weil natürlich damit gemeint ist, mit diesem Begriff des leeren Signifikanten, der aus der Sprachtheorie kommt, da kann man alles drunter packen. Aber wie ich vorhin schon sagte, Gleichwertigkeit kann alles sein, wie ich das an diesem Beispiel aus Bayern erläuterte, nicht, man holt es hervor, wenn es irgendwie politischen Stress zu geben scheint, da sagt man, nein, wir sind für gleichwertige Lebensverhältnisse und dann hat man damit sozusagen weiße Salbe verteilt, ich habe schon mal gesagt, in diesem Sinne hat Herr Kühl auch wirklich sehr lesenswert nachvollzogen, was alles schon mal unter Gleichwertigkeit verstanden wurde. Wir würden natürlich sagen, gerade seitens unseres Beirates für Raumentwicklung, man kann das inhaltlich auch gut füllen. Auch die AHL hat sich damit im Laufe der Jahrzehnte, ich habe das mal nachvollzogen mit dem Kollegen Priebs zusammen, eigentlich relativ doch kontinuierlich mit einer begrifflichen Füllung dessen beschäftigt. Aber diese Ausführungen zum leeren Signifikanten finde ich als kritische Betrachtung, gerade im Hinblick auf die Verwendung des Gleichwertigkeitsbegriffs in der Politik, sehr lesenswert. Ich will noch mal hier erwähnen, ich kann das hier nicht vertiefen, da gibt es auch eindeutig gerade hier im Raum und unter anderem im ILS natürlich viel kompetentere Personen als mich, dass Gleichwertigkeit immer stark auf diese ländlichen Räume bezogen wird, aber gerade im Ruhrgebiet man eigentlich auch diskutieren muss, und das hoffe ich, werden wir dann heute Nachmittag auch in dem Workshop spätestens machen, dass es eben auch innerhalb von Stadtregionen erhebliche Gefährdungen der Gleichwertigkeit gibt. Es gibt relativ wenig, es ist eine politisch normative und die ganze Raumordnung und Raumplanung ist ja auch als Wissenschaft nicht immer besonders tief gegründet, das muss man ja leider zugeben. Und es gibt wenige Bemühungen um eine konzeptionelle Fundierung dieses Gleichwertigkeitsgedankens. Hier auch wieder, entschuldigen Sie, wenn ich das hier in dem starken und selbstbewussten NRW immer wieder sagen muss, hier wieder lohnt ein Blick nach Bayern. In der letzten Legislaturperiode hat in Bayern eine Enquete-Kommission des Landtags unter Leitung des werten Kollegen Manfred Mioska, ein Professor für Geografie von der Uni Bayreuth, der gern auch mal, glaube ich, in die Politik gegangen wäre, deshalb vielleicht auch diese Verbindung herstellte, eine, wie ich finde, sehr lesenswerte Fundierung versucht aus Gerechtigkeitstheorien heraus, wie man von räumlicher Gerechtigkeit zur Gleichwertigkeit kommt. Und ich will hier nur einen einzigen Aspekt hervorheben, nämlich diese vier Dimensionen, die man dabei unterscheiden kann. Die Verteilungsgerechtigkeit, das ist etwas, an was wir oft denken, wie sind die Dinge im Raum verteilt. Die Generationengerechtigkeit, also im Hinblick auf nachhaltiges Denken, oder die nennen das dann so politikorientiert Enkelgerechtigkeit. Dann die Chancengerechtigkeit, die hatte ich schon erwähnt, die eben genau sozusagen ein Alternativkonzept zu einer Gleichverteilung, zu einer sehr schlichten Betrachtung ist und eben aus der Vielfalt heraus versucht, die trotzdem auf eine Ähnlichkeit der Chancen hinzuarbeiten und die Verfahrensgerechtigkeit, die wir gerade aus dem Bereich von Planungsverfahren und Ähnlichem kennen, dass eben bestimmte Standards der politischen Beteiligung, der gesellschaftlichen Teilhabe und Ähnliches in allen Regionen gleich gegeben sein müssen. Eine andere Fundierung will ich es gar nicht nennen, aber theoretisch-konzeptionelle Quelle, die ich gerne heranziehe, ist der Altbischof Huber. Das wird Sie jetzt überraschen, aber in einer Kirche kann man ja, in einer ehemaligen Kirche kann man ja mal einen Bischof zitieren. Wolfgang Huber war ein berühmter Ethikprofessor an der Uni Heidelberg und
war dann Bischof der Berlin-Brandenburgischen Evangelischen Kirche und Ratsvorsitzender der EKD in Deutschland. Und wir haben ihn mal vor einigen Jahren für eine Veranstaltung eingeladen, um auch dieses Defizit der Begründung sozusagen von Gleichwertigkeit und räumlicher Gerechtigkeit, damals waren die Bayern noch nicht ganz so weit, versuchsweise mal von einer ganz anderen Betrachtungsweise aufarbeiten zu lassen, nämlich die Frage, muss aus einer ethischen Sicht man überhaupt über räumliche Gerechtigkeit denken oder ist nicht das, was ich vorhin ansprach, die soziale Spaltung der Gesellschaft das viel wichtigere Problem? Und wir, auch wie manche kritischen Menschen der Geografie ja sagen, der neuen Kulturgeografie, wir bilden sozusagen mit unserer räumlichen Betrachtungsweise im Grunde genommen Artefakte ab, die fürs allgemeine soziale Leben gar nicht relevant sind. Und der Huber, der sozusagen unverdächtig ist, da raumplanerisch zu denken, hat dann, was mir bis dahin gar nicht klar war, muss ich zugeben, mit Bezug auf angelsächsische Debatten zum Spatial Justice und beziehen sich überhaupt nicht auf Raumordnung, gibt es im angelsächsischen Raum irgendwie gar nicht, oder auf ähnliche Dinge, sondern eher auf die Gerechtigkeit etwa in den großen urbanen Regionen des globalen Südens, hat er drei Aspekte hervorgehoben, warum eine räumliche Betrachtung aus einer völlig unabhängigen ethischen Sicht, die überhaupt nicht einen raumplanerischen Bias hat, sinnvoll ist. Nämlich räumlich manifestierte Ungerechtigkeiten sind sehr langfristig. Deshalb muss man sich mit der räumlichen Dimension beschäftigen. Ich glaube, das können wir alle bestens nachvollziehen. Es ist oft damit verbunden eine unfreiwillige räumliche Beschränkung, eine räumliche Segregation. Das, glaube ich, kann man auch mit einer, mindestens wer Stadtsoziologie sich mal näher mit beschäftigt hat, kennt das ja sehr gut. Und da ist es vielleicht in Deutschland und Mitteleuropa auch geringer, die Problematik, als wenn man an andere Teile dieser Welt denkt. Und natürlich eine ungleiche räumliche Verteilung von Ressourcen, etwa vom staatlichen Mitteleinsatz. Das sind sozusagen drei Rechtfertigungsdimensionen, auch aus ethischer Sicht, sich dezidiert mit einer räumlichen Perspektive zu befassen. Und das eben nicht sozusagen nur als die Produktion räumlicher Artefakte, die, wie etwa Herr Miesner manchmal sagen würde, die eigentlich die soziale Spaltung der Gesellschaft nur übertüncht, dass das damit übergangen würde. Ja, jetzt werde ich aber ein bisschen handfester politischer, soweit vielleicht ein kleiner Theorieausflug. Die EU hat sich in einem erstaunlichen Maße, die ja auch lange als so ein Befürworter eher des neoliberalen Deregulierungsdenkens gibt, aber die EU ist da auch gar nicht konsistent, dazu auch gleich noch ein Wort, hat sich bei ihrer, das werden viele von Ihnen gar nicht wahrnehmen, ist auch nicht so schlimm, aber es gibt neben der Leipzig-Charta, die Sie alle kennen, noch eine territoriale Agenda. Das ist sozusagen das Dokument für die überörtliche Raumentwicklungspolitik auf EU-Ebene. Die ist einen Tag nach der Leipzig-Charta unter der deutschen Ratspräsidentschaft im letzten Dezember in Berlin verabschiedet worden. Und die heißt ganz erstaunlicherweise für ein grünes und gerechtes Europa. Das ist deshalb vorzuheben, weil die vorherige territoriale Agenda von 2007 auch sehr stark von diesem neoliberalen Wettbewerbsgedanken geprägt war. Und wir haben eine Veranstaltung zusammen mit der wirklich kritischen Raumwissenschaftlerin Simonida Mwudi aus Newcastle neulich gemacht. Und sie war auch sehr überrascht, dass sich die EU jetzt doch, offensichtlich scheint der Druck sozusagen dieser politischen Entwicklungen in Europa sehr, sehr zuzunehmen, dass sich auch die EU, wenn man so will, zu einem, sie nennen das nicht Gleichwertigkeit, sondern sehr stark zum territorialen Kohäsionsziel bekennt, was auch überhaupt sowieso in den EU-Verträgen eines der drei wichtigen EU-Ziele ist, soziale, ökonomische und territoriale Kohäsion, aber lange eben etwas in den Hintergrund gerückt war. Das Problem war, deshalb wäre ich, was ein Folie auf CEU, es gibt die EU nicht. Das muss man einfach sagen, es gibt die EU nicht. Es gibt eine Fülle von EU-Politiken, die sich zum Teil rabiat widersprechen. Es gibt nach wie vor die Regulierungspolitik von der Wettbewerbsgeneraldirektion, die am liebsten das ganze deutsche Planungsrecht, zentrale Orte und all solche Dinge über Bord kippen würden. Da muss sich auch die Bundesregierung sehr hart verteidigen auf europäischer Ebene, weil das kann ich jetzt auch nicht vertiefen. Das ist sozusagen, da gibt es wirklich klassische Deregulierungspolitiken, die eigentlich deutsche Raumordnung und Planung abschaffen wollen. Das muss man so platt sagen. Und auf der anderen Seite gibt es eine EU-Politik, die mit viel Geld räumlichen Ausgleich versucht herzustellen. Sie kennen das, EFRO, ESF und ähnliche Dinge, also eine sehr widersprüchliche Einheit. Auf unserer Ebene des Grundgesetzes, nur ein Wort hierzu. Da gibt es ein, wird jemand behauptet, auch gerade in der Politik, Gleichwertigkeit im Grundgesetz verankert. Das ist in unserem Sinne falsch. Das steht zwar im Artikel 72 drin, ist aber vom Bundesverfassungsgericht längst festgestellt worden, dass das nicht Gleichwertigkeit im raumordnerischen Sinne meint, sondern sich auf die Einheit des Staates bis Bundesstaates bezieht. Also wenn etwa Saarland kein Geld mehr hat, die Feuerwehr zu bezahlen oder in Bremen die Schulen endgültig zusammenbrechen, dann muss der Bund oder müssen die anderen Länder eintreten. Das passiert ja auch. Oder wenn ein Bundesland, man stelle sich vor, die AfD käme in eine Regierung und macht ein eigenes Recht plötzlich auf, nicht? Dann sozusagen dieser Artikel im Grundgesetz sagt dann muss die Bundeseinheitlichkeit gewahrt werden. Da steht nicht drin, dass man den letzten Bahnhof erhalten muss oder die letzte Schule im Grundgesetz, obwohl das manchmal in der politischen Debatte herangezogen wird.
Und die Frage ist nun bei diesen Debatten, wenn man es eben in der Politik sich zu Gleichwertigkeit bekennt, was ist eigentlich der Maßstab? Und da muss man natürlich, und jetzt komme ich wieder zu einer selbstkritischen Aussage aus wissenschaftlicher Sicht, all diese schönen Karten, die ich zeige und die ich als Geograf ja wirklich mag und darauf aufpassen muss, dass ich mich da nicht drin verliere, die leben ja von den Durchschnittswerten. Es gibt keine, aber fast keine sozusagen normative Sollwertbestimmung. Es gibt ganz wenige, wo das in Deutschland der Fall ist. Etwa beim Rettungswesen gibt es so Minutenzahlen, bis wann ein Rettungswagen irgendwo eingetroffen sein muss. Aber ansonsten gibt es relativ wenig eigentlich Aussagen, gerade zu entspannenden Fragestellungen und Indikatoren, die sozusagen abgeleitet werden, wären, was sozusagen Gleichwertigkeit eigentlich inhaltlich ausmacht. Deshalb gibt es ja diese Ersatzlösung der Mindeststandards, aber selbst die ist umstritten, denn was bedeutet das? Man kann mal so ein Beispiel, in der niedersächsischen Raumordnung haben die das mal ausgerechnet, nicht? Ich hoffe, die Zahlen stimmen, ich gebe es jetzt nur mündlich wieder, nicht schriftlich, im Kreis Lüchow-Dannenberg, der anerkanntermaßen peripher ist, gibt es pro, glaube ich, 10.000 Einwohner ein Bad. Und in Hannover gibt es pro 60.000 Einwohner ein Bad, nicht? Ist jetzt Hannover benachteiligt? Weil ja viel weniger, weil Leute ein Bad haben, also ein Hallenbad oder Freibad, offenkundig nicht. Wir würden ja in der Gemeinde hin sagen, Lüchow-Dannenberg ist eher unter Gleichwertigkeitsfragen benachteiligt. Und man sieht, dass solche Indikatoren da offenkundig nicht weiterführen. Eine schöne Karte in dem Zusammenhang oder schöne Überlegung sind die Krankenhäuser. Hier ist im Blau sind die abgetragen, wo es eben man mehr als 20 Minuten braucht, um mit einem E-Pkw zu einem Krankenhaus zu kommen. Beim Herzinfarkt oder ähnlichen Krankheiten ist das dann schon kurz vor Exitus. Also da gibt es also, wenn man so will, in diesen gerade nordostdeutschen Regionen doch eine erhebliche möglicherweise Infrastrukturproblematik. Ein Regionalplaner hat mir aus der Gegend zu mir gesagt, aber hier gibt es auch weniger Herzinfarkte, dann ist das nicht so häufig der Fall. Aber das ist als Problem, aber ob das nun die politische Antwort ist, sicherlich nicht. Aber die spannende Frage dabei ist, den Text dazu, das sieht man der Karte ja nicht an, steht, dass in diesen blauen Flecken weniger als 3% der deutschen Bevölkerung leben. Was heißt das jetzt? Kann man diese 3% da leben lassen? Muss der Sozialstaat auch dort Krankenhäuser bauen, damit man wie in München links und rechts der Isar ein Uniklinikum wählen kann? Muss das auch in Mecklenburg sein? Oder muss man den Leuten, ist es sozialstaatlich verantwortliches Handeln, Umzugsgutscheine in die Hand zu drücken und zu sagen, ihr könnt ja in die nächste Stadt ziehen, das ist auch sozialstaatliches Handeln. Wir wollen nicht eine deregulierte Ökonomie à la Nordamerika haben, das ist klar. Aber selbst Gleichwertigkeitspolitik, will ich damit sagen, kann ganz Verschiedenes bedeuten. Es kann auch staatliche Verantwortung sein, quasi kontrolliertes Absiedeln oder Umzugsförderung zu betreiben. Oder gibt man das Krankenwagenwesen auf und arbeitet nur noch mit Rettungshubschraubern? Also es gibt ganz verschiedene Schlussfolgerungen, die man aus so einer Analyse ziehen kann. Und es ist bisher nirgendwo in der Politik der Fall. Und ich glaube, es ist auch unendlich schwierig, dazu zu klaren Aussagen zu kommen. Immer dann, wenn das mal irgendwo gemacht wurde oder man kurz davor war, ich habe das auch mal in Sachsen verfolgt, die mal eine Zeit lang sehr engagiert seitens der Landesregierung dort waren, solche Dinge klarer festzulegen, was Gleichwertigkeit ist, Räume mit besonderen Handlungsbedarfen auszugrenzen, so dass manchen hier bekannte IÖR hatte da wunderbare Vorarbeiten geleistet, die Landesplanung hatte das unterstützt und der Staatskanzler ist es gestrichen worden, sozusagen unter den Tisch gekehrt worden, gesagt worden, politisch kann man das nicht festlegen, wir trauen uns das nicht zu sagen, in Bautzen ist die Lage anders als in Leipzig, bitte vergesst diese Arbeiten. Nicht? Das ist sozusagen der politische Rahmen, trotzdem wird unheimlich viel gemacht. Es gibt Modellformen der Raumordnung, es gibt experimentellen Wohnungs- und Städtebau, es gibt eine Unmenge an Förderprogrammen, gerade auf Bundesebene sind mindestens 4 Ressorts, Wirtschaftsministerium, Innenministerium, Forschungsministerium und Landwirtschaftsministerium mit Fragen der Gleichwertigkeit. Gerade gestern haben wir Stellenanzeigen gesehen. BMEL baut irgendwie aus, stellt Raumplanerinnen und Wirtschaftsgeografen für Gleichwertigkeit ein. Nicht? Also Landwirtschaftsministerium, nicht Raumordnung. Aber die halten auch gut mit. Also da gibt es auch 40 neue Stellen irgendwie in Cottbus für ein Zentrum für Regionalentwicklung beim BBSR. Also es ist gerade ein großes Thema auf Bundesebene. Und all diese Dinge leiden an einer Sache und daran arbeiten auch unter anderem Annette Steinführer und ich im Moment etwas. Nämlich, wie kann man eigentlich aus dieser Fülle an Modellformen, es gibt fast zu viel Geld. Viele Kommunen beklagen schon die vielen Verfahren, wo man Geld bekommen kann für irgendwelche Projekte, Modellformen. Wie kann man dort etwas stärker in den Alltagsbetrieb, in eine Verstetigung gelangen, um eben wegzukommen von diesem immer dreijährigen Förderung toller Modellvorhaben, die letztlich die Realität nicht verändern. Und das kann man wirklich gerade in kleinen Kommunen hören, die Verwaltungskapazitäten maßlos inzwischen überfordern.
Ja, es gibt viele aktuelle Ansätze. Ich hatte die Regierungskommission erwähnt. Es gibt inzwischen ein gesamtdeutsches Fördersystem. Das werden viele gar nicht kennen von Ihnen. Das ist eine relativ neue Entwicklung der Bundesregierung. Könnt ihr in der Diskussion auch näher darauf eingehen. Es ist letztlich kein integrierter, sondern nur ein koordinierender Ansatz zwischen verschiedenen Bundesregionen, der so etwas suggeriert. Man würde stärker in eine Richtung fördern jetzt. Aber, glaube ich, man kann das als erste Stufe auf einem langen, langen Weg deuten oder auch als sozusagen eine Scheinaktion. Das will ich jetzt hier gar nicht vertiefen. Wo der Bund sehr viel macht, ist in der Dezentralisierung von Behördenstandorten. Da versuchen sie wirklich sehr viel auch, ein ganz klassisches Raumordnungsinstrument, was lange in den Hintergrund geraten war, eben hochrangige Arbeitsplätze in periphere Regionen zu bringen. Im Moment profitiert vor allen Dingen Cottbus davon, dass da ganz viele Einrichtungen angesiedelt werden oder generell in Osten- und ländliche Regionen. Natürlich auch ein ambivalentes Instrument, wird manchmal gesagt, weil es vielleicht auch nur Pendelverhalten induziert und nicht zur Ansiedlung von Menschen führt. Sehr wichtig, glaube ich, ist, und das ist jetzt unabhängig, ist keine Bundes-, sondern eher Landespolitik, ich finde eine der spannendsten, besten Sachen, die in Nordrhein-Westfalen je gemacht worden sind, ohne dass sie in einem Titel der Gleichwertigkeit stattgefunden haben, war in der Regierung unter Herrn Rüttgers von 2005 bis 2010 dieses Fachhochschulprogramm. Wer jemals gesehen hat, was Fachhochschulen in kleinen und mittleren Städten und ländlichen Räumen bewirken können, das ist phänomenal, führt zur kompletten Veränderung von lokalen Gesellschaften, führt zu neuen baulichen Entwicklungen. Wir müssen nur mal nach Kleve etwa am Niederrhein fahren. Ich war vor ein paar Tagen wieder dort. Das ist sensationell, was aus einer völlig verschlafenen Stadt mit großen Gewerbegebrachen in diesem Bereich zumindest geworden ist. Die Innenstadt ist internationalisiert, weil die sehr viele internationale Studiengänge anbieten. Und da lassen sich auch in anderen Regionen viele Beispiele bringen. Also gerade Fachhochschulstandorte sind ein sehr wichtiger Dezentralisierungsansatz. Es gibt auf Bundesebene diese kryptische Formulierung, sei mir nachgesehen, im Bundesinnenministerium eine Unterabteilung Heimat 2, das soll da diese Abkürzung heißen, BMIUAH2. Und diese Heimatunterabteilung, ich will jetzt hier keine Verwaltungsexegese machen, die ist eine mittlere Sensation, denn die hat die Aufgabe, alle anderen Fachressorts wie in einem Finanzministerium zu spiegeln und daraufhin zu betrachten, ob sie im Sinne der Gleichwertigkeit arbeiten. Natürlich haben sie nicht die Macht wie ein Finanzministerium, aber sie sollen sozusagen im Sinne eines Gleichwertigkeitschecks die gesamte Politik der Regierung aller anderen Fachressorts, zumindest strukturell finde ich sehr gut gedacht von Seehofer und Co., die gesamte Politik der Bundesregierung allen Fachressorts auf Gleichwertigkeiten checken und Hinweise geben. Wie machtvoll das ist erst seit kurzem so eingerichtet. Die Regierung wird wieder wechseln, sei mal dahingestellt. Aber diese Idee quasi, räumliche Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit, den gleichen Stellenwert, die finanziellen Verhältnisse zu geben, finde ich sehr bemerkenswert und möchte hier unbedingt positiv betonen. Dennoch, und das schließt unmittelbar an, sind die Ressortkonkurrenzen neben dieser Fülle an Förderansätzen sicherlich eines der größten Probleme, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wer dafür was alles bei Gleichwertigkeitsfragen zuständig ist und fördert und aktiv ist. Und das ist ja nicht nur bei einer Regierung, das kennen wir sozusagen aus politikwissenschaftlicher Sicht als ein Problem aller Regierungen, dass eben die Ressortkonkurrenzen, die Versäulungen, dass die sehr stark sind, die fachlichen Perspektiven und eben eigentlich die Idee der integrativen Raumentwicklung häufig zu kurz kommt. Und das gilt besonders in Fragen der Raumentwicklung, wo die Länder in Deutschland eine große Rolle spielen. Das hätte ich jetzt gerne auch mit jemandem aus der hiesigen Landesregierung diskutiert. Also im Bund man vor allen Dingen besonders frustriert ist von der Ländersebene im Moment. Ich kann das so offen sagen. Frau Moosmeier, die zuständige Unterabteilungsleiterin, schreibt da sehr offen drüber, auch in veröffentlichten Texten, dass sozusagen diese Multi-Level-Governance der Raumentwicklung in Deutschland überhaupt nicht funktioniert, weil die meisten Landesregierungen das schlichtweg blockieren. Unter anderem aus Kompetenzfragen, weil man dem Bund nicht diese führende Rolle zubilligen will. Deshalb dieses Dokument, unser Plan für Deutschland, nur wer daran Interesse hat, ist ein schreckliches Dokument. Wenn Sie den anderen gucken, finden Sie von einzelnen Landesregierungen ganz furchtbare Aussagen, unter anderem von dem grün-schwarzen Baden-Württemberg. Wirklich absurde, idiotische Aussagen über räumliche Entwicklung, weil sie einfach nur vor dem Hintergrund, der Bund darf nichts machen, wir sind stark, wir wollen als Länder diese Dinge betreiben. Und schadet natürlich einem integrativen Gesamtansatz sehr. Kein Problem sind im Moment die Finanzen, das will ich ausdrücklich betonen. Es gibt eher zu viel Geld für Gleichwertigkeit, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ein Mangel ist dort nicht der Fall. Ich komme zum Fazit. Wir haben eine Vielfalt von Problemlagen, die eine Vielfalt von Strategien erfordern. Ich kann auch hier nochmal anschließen, mein Stefan Siedentoppe. Es ist bei Weitem nicht nur, und das wird gerade in der Öffentlichkeit und Politik ja oft so gesehen, eine Aufgabe der Politik im Bereich und schon gar nicht der Raumordnung. Es gibt sozusagen Infrastrukturpolitiken, es gibt Fragen des Finanzausgleiches, auch im Bereich der Sozialversicherung, die viel, viel bedeutender materiell sind als etwa die Mittel, die in der GRW ausgegeben werden. Und es ist vor allen Dingen nicht alles staatlich zu regeln. Wenn sich die Kirche wie im Osten in dramatischer Weise aus ländlichen Räumen zurückzieht, dass auch die Nichtkirchenmitglieder als Verlusterfahrung mitbekommen, gibt es wunderbare Studien, etwa volkskundlicher Art zu,
dann kann der Staat natürlich nichts daran ändern, wenn die Landeskirchen so handeln. Oder wir kennen es alle aus dem Bereich der Nahversorgung, wenn die Tante-Emma-Läden schließen, kann da weniger eine Regierung was daran ändern, sondern müssen manche von uns über ihr Einkommensverhalten vielleicht eher nachdenken und das nicht betrauern und dafür mit dem SUV dann am Wochenende auf dem Parkplatz vom großen Netto fahren oder Ähnliches. Das sind Dinge, die sozusagen der Politik zugeschrieben werden, die sich nicht ändern kann. Im Hinblick auf die Forschung sei noch erwähnt, ich habe es ja deutlich gemacht, es gibt zwar diese Karten mit der integrativen Betrachtung der Strukturschwäche, aber es gibt keinen allgemein anerkannten Gesamtindikator der Gleichwertigkeit. Wir haben es mit einem mehrdimensionalen Phänomen zu tun. Ich habe das Sollwerteproblem angesprochen. Oft haben wir Indikatoren, die eher einen Input beschreiben, etwa Bahnstrecken, Schulen, Krankenhäuser. Man sollte, das findet auch schon mehr statt, auf Output und Outcome achten, aber es gibt wirklich keine Wirkungsforschung ernsthafter Art auf überörtlicher Ebene. Und man muss immer sehen, es gibt individuelle Präferenzen, die nicht in allgemeingültigen politischen Entscheidungen aufgehen können. Wenn sich Menschen entscheiden, weit von der Stadt entfernt, in ländlichen Räumen zu niedrigen Immobilienpreisen mit viel Grün für ihre schönen, lieben, kleinen Kinder zu leben und ihre Hunde Auslauf haben, dann ist das auch eine legitime Entscheidung. Die kann man politisch nicht packen. Und dann zu sagen, wir müssen die gleiche Infrastruktur haben wie in Dortmund Innenstadt oder gar wie in München beidseits der Isar, das passt einfach nicht zusammen. Aber diese Unterschiedlichkeit, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, von der wir alle ausgehen, in eine politisch einheitliche Gleichwertigkeitspolitik zu packen, ist fast unmöglich. Stefan Sient hat das wunderbar in einem Text auf den Punkt gebracht, man bräuchte deshalb eine evidenzinformierende Politik-Wissenschaftsinteraktion. Den Begriff kann ich sofort anschließen und fürchte trotzdem, dass das in der Praxis nicht so oft passieren wird. Denn die in der Politik, das erfahren wir im Beirat für Raumentwicklung ständig, die fragen jedes Mal, wie ist der Indikator? Haben Sie einen Indikator, wo Sie sagen können, 4,3 ist gleichwertig, 4,1 nicht, dann müssen wir handeln. Das ist sozusagen die klassische Frage eines Ministeriums. Und das wird man nicht mit Politik-Wissenschaft-Interaktion kompensieren können, aber es ist natürlich genau richtig, was du geschrieben hast, weil eigentlich man in so einem kontinuierlichen Dialog und Diskurs über diese Dinge und auch über die Frage der individuellen Präferenzen der teilräumlichen Vielfalt bleiben müsste. Vorletzte Folie, was man in jedem Falle machen muss, und auch wenn es im Grundgesetz steht eben doch nicht richtig drin, ist, das Gleichwertigkeitsziel im Grundgesetz zu verankern. Da gibt es eine große Einigkeit von verschiedenen Fachleuten. Die EIL hat das übrigens nur am Rande schon 1992 nach der deutschen Einheit gefordert, dass wir wirklich das Ziel der räumlichen Gerechtigkeit, der Gleichwertigkeit im zentralen Bereich des Grundgesetzes als eines der Staatsziele verankern. Verschiedene Bundesländer haben das bereits gemacht und gerade Bayern war da auch wieder Vorreiter. Ich muss es ja nochmal erwähnen. Es ist klar, dass wir auch nicht alles, ich habe jetzt sehr diese Bundessicht eingenommen, die Vogelflug- und Hubschrauberperspektive, deren Begrenzungen sind mir sehr bewusst. Man muss in jedem Falle, und das wird ja auch der nächste Vortrag dann zeigen, auch die lokale Lebensebene, lebensweltliche Ebene, die lokalen Initiativen im Blick behalten. Da gibt es gerade im Bereich der ländlichen Soziologie viele schöne Studien zu, auch der volkskundlichen Forschung, ethnografischen Forschung, wo man eben sehen kann, welches Engagement es unterhalb dieses Radars, dieser ganzen Fördergebiete, Strukturschwäche, Ausweisungen und Förderprogramme, wie viel lebendiges Engagement es gerade in ländlichen Räumen, aber auch in benachteiligten Stadtteilen vor Ort geht. Und das muss man in einem Zusammenspiel bringen. Das ist auch eine Art von Multi-Level-Governance, nicht nur Bund und Länder, um eben der territorialen Vielfalt gerecht zu werden. Und was leider aussteht, ist, irgendwie ein Leitbild zu entwickeln, was der territorialen Vielfalt Deutschlands annähernd so gerecht werden würde. Das kann die klassische Raumordnung nicht, ist völlig überfordert, auch wenn das mein Fachgebiet ist, halte ich für ausgeschlossen inzwischen. Auch die dafür zuständigen Gremien sind da nicht so in der Lage, da bin ich ziemlich sicher. Wir brauchen eine integrative Raumentwicklungspolitik, die zum Beispiel so Formate wie sie Nordrhein-Westfalen ja exzellent demonstriert mit der Regionale, die aktivierende Formate, die nicht nur Fördermittel nach Indikatoren ausgeben, sondern zugleich Netzwerke und lokale Engagements unterstützen und fördern. Das brauchen wir unbedingt flächendeckend. Wir haben dazu auch seitens der ARL einen Vorschlag gemacht an die Bundesregierung, auf deren Anforderungen hin, ob das dann umgesetzt wird, wird wieder schwierig, weil dann diese Bund-Länder-Frage wieder geklärt werden muss. Es wäre sicherlich gut, wenn wir in diesem ganzen Bereich so strahlkräftige Bilder oder Paradigmen hätten. Bei europäischer Stadt, das ist, beneide ich immer die Stadtentwicklung, da sieht man sofort die Leute, die Cappuccino an der Ecke in irgendeinem Jahrhundertwendegebiet trinken, nicht? Also egal, ob das Verona, Prenzlauer Berg, Schwabing oder auch Kreuzviertel in Dortmund ist, man sieht sie vor sich, nicht? Und weiß, die Stadt wollen wir alle haben. Und genau das, diese Imagination fehlt im Bereich dieser überörtlichen Raumentwicklung. Es gab mal so einzelne Ansätze, aber es ist ein anderes Thema. Grünes Herz Randstadt, da ist man sich schon emotional, fühlt man sich angesprochen, der niederländischen Raumordnung vor Jahrzehnten. Da kann man gar nicht dagegen sein, nicht, wenn man sowas hört. Sowas fehlt irgendwie. Im Köln-Bonner Raum haben sie mal im Rahmen der Regionalos Agglomerationskonzeptes, manche kennen diesen Prozess ja, den schönen Begriff Region in Balance geprägt.
vielleicht schon mal ein Ansatz in die Richtung. Ganz wichtig dazu ist, um auch von diesem Indikatorendenken wegzukommen, auch Raumbilder zu haben, die sozusagen eine suggestive Kraft entwickeln, auf die hin man Gleichwertigkeit verwirklichen will. Das kann man nicht nur technokratisch leisten, und da ist unter anderem auch der Begriff der Haltung geprägt worden. Das letztlich ist auch auf schwierig, also weil es gerade aus wissenschaftlicher Sicht ist natürlich kein definierter Begriff, und auch Politik mit Haltung zu kommen ist auch schwierig, aber sozusagen eine Überzeugung, dass Gleichwertigkeit sein muss, eben weg von diesem Deregulierungsdenken, weg von dem Denken, ich muss alles haben, sondern sozusagen zu einem nicht ausgleichen, sondern vielfaltorientierten Denken gemeinsam zu kommen. Das wäre eine Vorstellung, die aber, glaube ich, so ein positives, Vielfalt wiedergebendes Leitbild erfordert. Frau Moosmeyer aus dem Bundesinnenministerium sagt immer, die Bedingungen waren nie besser als jetzt. Da würde ich ihr sehr zustimmen. So viel Geld, so viel Personal, so viel politischen Rückenwind hat es nie gegeben. Ich muss leider sagen, ich weiß nicht, ob jemand hier im Raum ist, aber aus meiner Sicht, die amtliche Raumordnung nutzt diesen Rückenwind nicht. Das muss man so klar sagen. Ich sehe ihn eher in anderen Bereichen der Raumentwicklung vertreten, aber nicht da, wo die Raumordnung eigentlich zuständig wäre. Und zuletzt vielleicht noch ein großer Name muss sein, Anthony Giddens, ein englischer Sozialforscher, der immer darauf hingewiesen hat, Strukturen, auch räumliche Strukturen, auch ungleiche Lebensverhältnisse, ungleichwertige sind nicht einfach da, sondern durch Handeln, durch Politik, durch das Handeln auch vor Ort immer veränderbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.